So, frisch ausgerüstet mit Zeugs. Machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zu den Kackviechern da unten. Es wäre toll, wenn ich einzelne finden würde, tatsächlich. Also hier schon irgendwie. Das wird sehr vorteilhaft sein. Ah, ein Menschkrieger. Könnte ja auch vom Vorteil sein. Und Murlocs, die nicht so weit unten sind. Muschel. Wir gleich mal kurz aufmachen. Wasseratmungstrank wäre ja nicht verkehrt. Die Muschel mache ich jetzt schnell mal auf. Der Wühler. Blaue Perle. Da noch mal eine Riesenmuschel. Alter, viel zu weit. Ich kann da halt nicht unter Wasser kämpfen. Das heißt, wir müssen für jeden Murloc dann wieder nach oben treiben. Doch, greif du weiter an. Jetzt habe ich ein Gift drauf. So. Ich muss näher ran. Okay, haben wir wieder einen tot. Krasser Shit. Dauert überhaupt nicht lang. Hier, Jäger. Den machen wir als nächstes. Der ist ein bisschen weiter an der Oberfläche. Sind blaue Perlen tatsächlich ein bisschen was wert? Wo ist er denn? Greifst du an? Schwein. Tatsächlich ist es mir erstmal lieber, dass er mich angreift, weil ich kann mich dann totstellen. Nach einer gewissen Zeit. Dann kriegt mein Pet die Aggro. Und ich habe einen Heiltrank. So. Chuck. Er sitzt nicht da drin in dem Stein, oder? Pet.
Entschuldige dich. Aber komm mal mit nach oben. Komm mal mit. Ich glaube nicht, dass ich dich gegenheilen kann, Pettchen. Eieiei. Oh mein Gott, er flüchtet. Das ist zu weit entfernt. Oh, mein Pet hat Level Up auch noch. Oh mein Gott. Okay, wir haben schon 5. Yay! Wir haben 5 Elite-Murlocs tot. Geil! Woo! 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 Oh Gott, David, ist das eine Kack-Quest. Egal, aber hier können wir bleiben in dem Gebiet. Bist du ein alter? Nee, bist ein normaler. Dann greif du mal an. So. Jetzt muss ich erstmal kurz rasten, trinken und wieder vollkommen da sein. Ja, mein Pet hat jetzt auch ein bisschen mehr Leben von Anfang an und ich glaube, macht auch ein bisschen mehr Damage. So, was gar nicht so verkehrt ist. So, wir sind wieder ready. Suchen wir uns Beute. Okay, da geht der hin. Unsere Beute sieht ja auch mehr fischiger aus. Nein, jetzt sind wir wieder hier. Nacktelf. Okay, folgendes. Nach oben. So. Kann ich noch nicht werden. Na, den da drauf, dass wir da ein bisschen mehr Damage machen. So. Das ist ziemlich unterstützend gerade, dass hier Allianzler sind. Auch wenn die hier gerade ihre Elite-Quest da machen. Ich nach unten. Gut. Pet, hast du gut gemacht. Wir looten den mal schnell.
mal woanders hin. In der Zeit regenerieren wir. Ob hier nicht noch irgendwo... Gezeitenlord möchte ich nicht kämpfen. Gezeitenlord. Das ist wieder so ein Orakel. Die sind mir tatsächlich zu gefährlich, aber hier ist ein Jäger. Und da ist auch was. Ein Krieger. Solche einzelnen Viecher ohne Probleme. Da ist halt auch wieder ein Jäger. Das ist zu weit entfernt. Nee. Locken wir erst wieder nach oben. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Kommt der auch nach oben? Ich bin außer Reichweite. Ja. So. Sola. Mit schön viel Speed drauf. Und wieder ein Tod. Jawohl, ja. Noch 3 Stück. Da haben wir die Elite-Quest hier fertig gemacht. Oh, Mann. Ihr Pet. Kriegst du was? Der nächste ist der hier. Aber jetzt tauchen wir erstmal ganz kurz auf. Wir können den aber mitnehmen. Hör auf. Ja. Ja. Nahkampf möchte ich jetzt nicht so unbedingt. Zack. So. Die Krieger sind mir tatsächlich lieber. Die machen zwar mehr Schaden, aber ich kann, wenn ich will, gegenheilen ein bisschen. Gegenheilen ist mir immer lieber. Ja, 18. Rolle der Stärke 2. Das Problem, was wir jetzt haben. Wir heilen mal unser Schweinchen. Geben unserem Schweinchen die Rolle 2. Haben wir hier noch einen Jäger. Und dann haben wir noch einen Futterwühler. Und dann sind wir eh fertig. So, hier machen wir wieder dieselbe Strategie und nach oben. So. Und damit macht unser Pet jetzt ein bisschen mehr Damage. Und das ist gut so. Ich muss noch mal ein bisschen auftauchen. So.
So. Geschichte ist er. Dann haben wir hier noch den Futterwühler. Und dann haben wir die Quest auch gepackt. Ich war Pettchen. Eieiei, Leute. Mit sowas hätte ich ja nicht gerechnet. Das ist doch... Also ich hätte gedacht, es wird unmöglich und wir müssten eine Gruppe suchen. Aber... Eigentlich ganz easy. Und es gibt gar nicht mal so schlecht XP. So 400 pro Mob. Das sind jetzt 4000. Was wir jetzt hier machen. 10 Gegner, 4000 XP. Ist schon in Ordnung so. So, jetzt haben wir keinen Heiltrank mehr. Das liegt immer noch auf. So. Ich bin außer Reichweite. Gut. Aber jetzt brauche ich da nur noch was für Todstellen. Und das Gift, weil das Gift ist wirklich gut mittlerweile. Gut. Quest fertig, Leute. Elite-Quest, kein Problem. Sehr schön. Und würde ich jetzt sagen, gehen wir mal ganz kurz zum Nestingberry. Das Problem ist, wir müssen nach Beutebucht. Wir haben halt hier richtig viele Quests. Ja, also wir können im Beutepunkt noch Quests einnehmen, wo wir hier Ohren und sowas sammeln. Ganz viele Tier-Kill-Quests und alles mögliche. Will ich das alles machen? Eigentlich nicht. Die schicke ich mal zu meinem Farmchar. Farmchar zu meinem Bankcha. Oder nee, wisst ihr was? Scheiß doch drauf. Ich glaube, die blauen Perlen, die werden nicht benötigt für irgendwas, was im späteren Verlauf ist. Das sind die gleißenden Perlen. Wenn ihr überhaupt Perlen braucht. Oh, Kugel. Lassen wir das. Ach, hier sind wir aber auch ein bisschen zu viele Spieler tatsächlich. Hier ist wieder was, hier ist was. Na, gucken wir mal. Wir geben die Quest einfach mal ab hier. Ein Tiger. Ansonsten. Alles so gut wie tot. Ja. Das wird zu lang dauern. Hier kommen wir irgendwann mal. Also irgendwann werden wir das bestimmt machen, aber wir geben hier nur die Quest Was einmal kurz ab. Geht euch durch den Kopf. Bleibt auf dem Boden. Ja. Tschüss. 30 Silber. Das sind 30 Silber. 30 Silber haben oder 30 Silber nicht haben, ist da die Frage. So. Dann wieder zurück nach Gromgol. Wo habe ich meinen Ruhestein? Freiwindposten.
Also, fertig, fertig, fertig. Für Goblin-Sponsoring, da gehen wir jetzt hin. Wie kommen wir denn da? Ich bin am Haaren. Ich bin sehr stark am Haaren. Sollten wir oder sollten wir nicht? Das ist jetzt die Frage. Sind wir einfach zu viele Spieler auch gerade. Das macht so, wenn man sich dann über jede Gruppe Gegner streiten muss, ist das auch nicht geil. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich in Abuchi Bay. Also bis gleich, Leute. So, da sind wir schon wieder. Okay. Muss ich ausnutzen, dass ich jetzt da so tolle Buffs habe? Muss ich tatsächlich ausnutzen? Ja, jetzt gucken wir mal, was wir für Goblin-Sponsoring machen müssen. Da müssen wir bestimmt eine Quest für machen hier drin. Bei dir? Ja, ja, geh weg. Was liegt an? Bleib gut drauf. So. Dann reden wir mal mit dem Chef. Als Angelwettbewerb gerade. Bringt Treibstoff Regel Blockhaus zu bauen. Gut. Quest machen wir dann fertig, dann sehen wir uns gleich wieder in Gromgol, Leute. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Da haben wir hier noch eine kurze Quest von Key plus Blaupausen. Dann schalten wir das Goblin-Sponsoring frei für die Illusionsrennbahn. Hoffentlich. Und dann müssen wir mal gucken. Dann gehen wir mal alle Quests ab. Unten auf der Rennbahn plus Thunderbluff und die Quests. Dann haben wir vielleicht Level Up und dann können wir nach Desolath gehen. Oder wollen wir hier questen? Das ist so für mich jetzt gerade so. Ich will Desolas questen. Einfach nur weil darum und so. Und weil wir da viele Quests gerade haben. Flugpunkt hätte ich da gerne für später. Aber hier zu questen haben wir halt hier viele Kill-Quests. Hier, 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 hier.
Hier könnte man Stufe 40 werden, sage ich jetzt mal so grob. So. Der Mechaniker. Seite 14. So. Kann ich noch nicht wirken. Okay. Shit. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Ja. Mal ran hier. Ist mir gerade Wumpe. Tschüss. So, wir haben den Großknecht tot, das passt schon. Booty Bay, Rufi Booty Bay, jawohl. Den können wir uns hier sammeln. Booty Bay ist auch nochmal einer der einfacheren Fraktionen von den Goblins zum Ruffarmen. Gatschgezahn auch. Aber auch nur wegen vom Level hier. Everlook ist in dem Sinn schwieriger, weil halt da die... Oh, fuck off. Weil halt da die Gegner... hochstufiger sind. Kannst du das bitte unterlassen? Ich hab keinen Bock, dass du jetzt mir schon wieder abkratzt. Gut, damit hätten wir den Schlüssel. Ruderbutton. Alle nix. Dann gehen wir jetzt zum Schredder. Was? Bleib mal da. Gut. Ab geht's nach Hause oder zur Beutebucht. Besser gesagt. Sehr schön, Leute. Das ging ja flotter als gedacht. So. So nach und nach können wir wirklich Quests abhaken. Und Queststränge. Wie zum Beispiel, also ich bin wirklich glücklich, dass wir Steinkrankgebirge komplett durch haben. Wobei man da sagen kann, wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei Quests, die uns dorthin führen und vielleicht noch eine Folgequest haben.
weiß ja nie so genau, wo noch irgendwo einer ist, der einen wohin schickt. Quests. Wohlgemerkt werde ich mir irgendwann mal Quest-Complete-List mir holen. Ja. Und dann werden wir alle Quests noch abschließen, die wir noch offen haben. Also, stelle ich darauf ein, dass wir sowieso irgendwann alle Quests fertig machen werden. Dementsprechend ist es auch egal, wo wir leveln oder wie wir leveln. Also. Raus damit. Yo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tschüss.